Mein Name ist Christian Drosten, ich leite das Institut für Virologie an der Charité. Wir arbeiten an neuartigen Viren, vor allem RNA-Viren, mit einem Schwerpunkt auch auf Coronaviren, sind aber auch andere Viren dabei. Also wir interessieren uns für Emerging Viruses. Mein Laborumfeld arbeitet eben seit langer Zeit an Coronavirus, auch an dem SARS-2-Virus jetzt natürlich. Wir haben aber auch Gruppen im Haus, die zum Beispiel an HIV arbeiten. Das ist ja auch immer noch ein klassisches Emerging Virus von seiner Herkunft. Wir haben Gruppen, die an Arboviren arbeiten, also Viren, die von häufig Moskitos, aber auch anderen Gliederfüßlern übertragen werden. Und das ist so ungefähr unser Arbeitsumfang. Ja, wir haben in der ersten Jahreshälfte die erste Welle einer Pandemie erlebt in Deutschland. Diese erste Welle ist in anderen Ländern nicht abgeschlossen. Wir sehen jetzt in Ländern auf der südlichen Halbkugel, in der Tropenzone, freilaufende erste Wellen einer Pandemie, die eine Infektionssterblichkeit von um 1% hat. Mag etwas niedriger liegen in einigen Ländern, mag etwas höher liegen in anderen Ländern. Wir haben diese Daten noch nicht. Das ist eine Situation, die mit der spanischen Grippe vergleichbar ist. Damals eine ganz andere Zeit, ein anderes Virus, eine andere Medizin, aber eben eine Verbreitungssituation und ein gesellschaftliches Problem einer ähnlichen Dimension. Also bei dem neuen SARS-Coronavirus SARS-2 wissen wir eigentlich noch gar nicht, woher das kommt. In China wird sicherlich hier und da nachgeforscht. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob diese Unternehmungen dort vollständig sind, ob man wirklich die Kandidatenspezies alle testet. Beim SARS-1-Virus wissen wir, das waren Schleichkatzen und auch Marderhunde, die da jeweils dieses Virus hatten, und das war eben auf Märkten der Fall. Bei den Marderhunden bin ich mir nicht sicher, ob es wirklich Nachforschungen gibt in China. Dort würde mein Verdacht hinfallen, weil das eine Industrie ist, im Gegensatz zu vielen anderen Arten. Wir wissen aber, dieses Virus kann viele karnivore Arten infizieren, und zwar mit erstaunlich hoher Effizienz. Also das wäre der Bereich, wo man suchen würde. Ja, die Frage ist immer, welches Tier ist das eigentlich? Gibt es da gemeinsame Motive? Und es gibt sicherlich ein gemeinsames Motiv, das ist, dass wir natürlich Säugetiere sind und dass deswegen ein Virus, das wir akquirieren, zunächst mal an ein anderes Säugetier angepasst sein sollte. Und das sind eben unsere Nutztierarten, die erfahrungsgemäß da die Passage bilden von den Wildtieren zu uns. Wir haben mit Wildtieren weniger Kontakt. Unsere Nutztiere haben das in verstärktem Maße. Wegen der Haltungsform, wegen der Herdengröße können sie natürlich dann Viren auch amplifizieren. Jetzt ist es aber auch so, dass man natürlich sich Gedanken machen muss, wo dann im Wildtierbereich diese Viren herkommen. Und da wissen wir, viele Linien von Coronaviren kommen aus Fledermäusen. Die SARS-Art, also es ist eine Virusart, SARS-2 und SARS-Coronavirus gehören zu einer Virusart. Diese Virusart ist mit Hufeisennasenfledermäusen vergesellschaftet, genauer gesagt mit Rhinolophus-Fledermäusen. Wir kennen aber viele andere Linien von Säugetier-Coronaviren in Fledermäusen. Es sieht weiterhin so aus, dass die Diversität dort die höchste ist. Wir sehen aber zunehmend auch, dass Nagetiere sehr viel Diversität haben und auch andere Kleinsäuger. Ja, wir sind in der jetzigen ersten Welle sicherlich mit einem blauen Auge davongekommen, weil wir sehr früh unseren Ausbruch bemerkt haben. Andere Länder in Europa haben das später bemerkt, anhand von Verstorbenen, die aufgefallen sind in zunehmender Zahl. Bei uns waren das einfach Diagnosen. Das heißt, wir haben durch Labordiagnostik einfach erkannt, dass dieses Virus schon in Deutschland zirkuliert, und die Politiker haben dann entsprechend reagiert, auch unter dem Eindruck von Fernsehbildern natürlich. Das ist jetzt eine gute Situation, die aber weiter konserviert werden muss. Wir haben im Moment jetzt gerade in dieser Zeit, in der wir das Interview hier auch aufnehmen, den Befund, dass es wieder zu einem Ansteigen der neuen Inzidenz kommt. Gerade in dieser Woche ist das zu sehen. Und man muss sich Sorgen machen, dass das so weitergeht in den kommenden Wochen und dass das
außer Kontrolle gerät, wenn nicht strikt dagegen gesteuert wird. Also diese aktuelle Krise ist zunächst einmal für alle Beteiligten schlecht. Also ich sehe wenig positive Seiten an dieser ganzen Situation. Es ist sicherlich so, dass wir in bestimmten Tätigkeitsfeldern der Gesellschaft nochmal nachdenken. Also man wird sicherlich fragen, ob es wirklich notwendig ist, so viel zu fliegen. Natürlich ist so eine Pandemie auch ein Auswuchs von Globalisierungseffekten, die man an einigen Stellen zurückfahren wird. Ich glaube, dass das ein sehr, sehr komplexes Problem ist. Vielleicht eine Sache, die jetzt im Moment sichtbar wird, das ist die Relevanz von Verständnis von Wissenschaft, von Wissenschaftskommunikation. Ich glaube, das ist ein Effekt, der wahrscheinlich auch bei dem Zweifel an Klimawandelforschung einen Nutzen haben wird, bei der Offenheit der Gesellschaft für diese Themen.